Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 auf der PS4. Ja, die Nacht bricht ein und vielleicht sollten wir noch ein bisschen die Zeit beschleunigen. Warte mal. Geht das nochmal? Ich meine, wir können doch hier... Genau, wir gehen mal ein bisschen auf 60-fach hier, damit einfach die Nacht schneller rumgeht, ne? Was hatten wir überhaupt vor? Ich weiß gar nicht. Achso, wir waren hier noch fleißig am Aufladen. Hatte ich denn hier noch Holz liegen? Oder hatten wir jetzt den kompletten Baum? Den hatte ich aber schon gesägt hier, ne? Der... Nanu? Doch, der ist gesägt. Dann können wir den mal gleich hier abholen. Und ich müsste aber hier auch nochmal die Stumpen wegmachen, dass die uns nicht gleich wieder auf den Sack gehen. Ja, könnten wir nicht mal machen. So, Licht an. Okay. Dann gehen wir mal los. Na, verdammt. Mal einen Tag nicht gespielt und schon wieder die Tasten vergessen. So, die richtige Dings ist eingestellt. Ich muss mal den Ton ein bisschen höher ziehen, glaube ich. Irgendwie... Fehlt mir da gerade was so. Okay. Ja, das ist immer noch die Bastelei mit der neuen Hardware. Das kann ich nur entschuldigen und wird schon. Ne? Wir arbeiten an YouTube. So, da oben ist jetzt der Stumpen, den wollte ich weghaben. Übrigens ist auch ein DLC jetzt rausgekommen. Das JCB-DLC ist jetzt raus. Für 9,99 € habe ich heute gesehen. So, schalten wir es dem... Ach, Tommy. So, am Arbeitslicht. Und einmal bitte... Hupe geht. Jetzt habe ich's. Ich bin aber auch... ich will immer oben die Hilfe nicht einblenden. Ich will das einfach so hinkriegen mit euch. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer. So, wenn wir mal am Fräsen. Ja, unser großes Ziel ist immer noch sparen. Und da stand gerade minus 280. Okay, das sind die laufenden Kosten. Mit dem DLC bin ich mal überlegen. Ich habe es ja schon mal vorgestellt für den PC. Das ist ja da eigentlich auch nicht anders. Ich werde euch das nochmal verlinken hier. Also oben in der Info könnt ihr das dann, auch nach dem Video, ne? Könnt ihr da draufdrücken auf das i. Und könnt dann nochmal zu der Vorstellung springen vom DLC. So, wo ist der andere Stumpen? Ich meine, einen hatte ich hier noch. Na, da hinten, nicht zu übersehen. Ein bisschen arg hoch ist Tom. So. Ja, da fräsen wir das Geld weg. Aber ich kann immer noch mal so ein bisschen runterstellen. Okay. Ja, der Plan ist immer noch hier im Forst schnell große Maschinen schnell reinzubringen. Und ich denke mal, das sollten wir auch schnell schaffen. Und dann geht's halt los, dass wir uns einen vernünftigen Drescher kaufen. Und wir legen mit den Feldern parallel los. Ne? Also einen LKW will ich auf jeden Fall auch haben. Dass wir das dann alles vernünftig verladen können. Okay. Sehe ich es wieder aus. Dann dürfte jetzt eigentlich kein Stumpen mehr im Weg sein. So, Moment mal. Und die mal ein bisschen gerade. Okay.
So. Ja, mitten in der Nacht ackern wir hier weiter, um schnell an unseren Scorpion King zu kommen, der dann hier ratzfatz alles wegmäht. Und uns hoffentlich dann den gewünschten Reichtum zur Unabhängigkeit von Maschinen bringt. Also keine Angst, es ist nicht nur Forst hier geplant, sondern ich möchte natürlich auch die Tiere, also sprich Schafe, Kühe, Hühner, hier mit euch noch anschaffen. Das ist halt mal eine andere Angehensweise. Normalerweise beim Let's Play, wenn ich LS spiele, fange ich auch immer erst mit den Feldern an und so weiter. Und ja, im Forst würde ich immer erst sonst später machen. Passt. Ein Stück hatten wir noch, oder? Ja. So ein bisschen sputen, wie gesagt. Ich möchte ja auch mit euch hier schnell vorankommen. Hab ich den? Nee, leider nicht. Wieder so ein kleines Ding hier. Das wieder an der dicksten Ecke nehmen. Jawohl, ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ja, die Hackschnitzel hatten wir jetzt verkauft, ne? Ach, ja, diese Fräse wollte ich ja auch noch holen. Und dann gab es nochmal die Frage für Xbox 360 und für die PS3, wie man denn die Slots erhöhen könnte. Ja, leider gar nicht, Leute. Also das ist dann wirklich traurig. Da müsst ihr einfach dann euren Maschinenpark reduzieren oder vielleicht nur die Maschinen dann kaufen, die ihr dann gerade braucht. Das könnte man auch noch machen, dass man dann wieder verkauft, weil ich weiß es nicht genau, wer es gesagt hat. Ich habe leider jetzt den Namen nicht da, aber war ja nochmal als Tipp, dass man hier nicht so die hohen Verluste hat, wenn man wieder verkauft. So 5.17 Uhr, ich würde ganz gerne mal wieder die Zeit wieder runterdrehen hier auf fünffach. So. Fernstream hatte ich aus, ne? Okay, okay. Passt. So, ich würde natürlich auch hier gerne weiter in den Forst reingehen, wobei wir natürlich auch hier alles noch mitnehmen sollten an Bäumen. Hatte ich hier oben noch was gefällt? Nee, ne? Nee. Könnten auch jetzt. Doch. Hier noch ein Endstück. Okay. Machen wir erstmal den. Warum nicht? Nein. So, ich hoffe, der fällt gleich um. Perfekt. Nur nicht auf mich, bitte. Und nicht wieder so weit wegrollen. Das wäre cool. So. Okay. Spitz auch mal wieder weg. Na, das wird nichts drin. Das war ja klar. Ja gut, sonst lassen wir das dran. Ich meine, der passt ja eigentlich so noch drauf, ne? Dann nehmen wir den hier wieder am Ende. Ja. So machen wir das. So, dann hier wieder ungefähr. Ja, so langsam mal jetzt auch mit dem Hinhocken raus. Einfach ein bisschen weiter auf den Baum stellen und dann Hinhocken drücken. Aber ich glaube, den muss ich hier nochmal... Ja. In der Mitte nochmal durchhauen. Ich
So. Haben wir hier noch einen? Wie mache ich das mit dem jetzt hier? Wie wär's, wie mir am besten herfällt? Da weiß ich auch nicht. Mal gucken. Mal schauen, wo er hinfällt. Natürlich geht's zu uns. Moment, Moment. Bleib stehen. Was los? Und hier oben nochmal. So. Ich denke mal, der bringt wieder gut was. Zumindest der Endstamm ist ganz nett. So. Okay. Und dann hier nochmal. Gut. Nochmal zwei. Ich glaube, den einen bräuchten wir noch hier. Dann müssten wir eigentlich den Baum Feuer, den Wagen Feuer bekommen. Würde ich mal behaupten. Baumfeld! Ach, der rollt auch wieder so extrem. Ganz ruhig. So. Gehen wir weg. Estelei. Okay. Dann so müsste das passen. Und einmal hier. Ach komm, egal, es kann auch schräg sein. Es geht ja nicht nach Schönheitssegen, sondern einfach nach der Größe. Gut. Da ist immer als Endfähnchen, das ist doch nett. Okay, dann rein in unseren New Holland, hätte ich fast gesagt, aber das war die andere Bjornholm-Karte vom PC. Da haben wir nämlich angefangen, die ersten Forstarbeiten. Könnt ihr nochmal reinschauen? Eigentlich auch nette Folgen. Über 100 Folgen haben wir da aktuell. Und da habe ich auf der Bjornholm dann mit dem New Holland angefangen im Forst. So. Das ging auch ganz gut eigentlich. Na gut, der hier hat noch ein bisschen mehr Power natürlich, ne? Und ist auch ein bisschen geschützter. So. Nee, das war extra, weil ich wollte den Kran nachher nochmal ausprobieren, sonst wenn wir da gar nichts liegen haben, ist ja auch mal doof. Ne? Sorry. So, nehmen wir mal den hier mit. Ich hätte den da hinten nicht vergessen. Das wäre doof. So. Boah, ist ein ganz schön dicker Stamm. Aber so lieben wir das, das gibt viel Geld, YouTube. So, jetzt ganz normal von außen. Ich weiß ja, manche mögen das halt lieber von außen manchmal. Oder ich versuche mal so eine gesunde Mischung, sage ich mal. Ne? So, also beides halt haben. Ich hoffe, das
ist euch so recht. Oh, da kriegen wir doch ganz gut was raus aus den paar Bäumen jetzt hier. Der wird schon gleich voll sein, ne? Nicht. Verdammt. So. Und ich würde fast sagen, wir lassen das Stumpensägen jetzt nochmal sein. Das können wir dann auch später machen. Und sehen zu, dass erstmal das Holz hier wegkommt. Dachte ich. Bis der hier im Weg war. Warte mal, wieder umschalten. Mal eine Runde von außen machen vielleicht. So. Dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare und ja, auch von den Fachleuten da draußen, die immer wieder sagen, hey, so und so muss es gemacht werden oder so und so ist das in Wirklichkeit. Finde ich super. Finde ich echt klasse von euch. Das hilft mir weiter, um euch da noch eine bessere Qualität zu bieten. So. Und den ist auch gleich noch weg. Ich würde es ehrlich gesagt gerne noch weitermachen, YouTube, aber wir machen jetzt hier Schluss. Denn das Problem ist, die Folge muss noch hochgeladen werden. Ich bin heute verdammt spät dran und möchte mich auch dafür entschuldigen. Und hoffe, ihr habt trotzdem noch viel Spaß an der Folge und hoffe, wir sehen uns dann auch morgen wieder, wenn es wieder heißt LS15. Morgen geht es dann wieder weiter auf der Belgic Profonte. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend und macht's gut und vielen Dank für euer tolles Feedback.